Ich war in der vergangenen Woche in Gartow, das ist ganz im Westen Berlins. Da wurde eine muslimische Frau beerdigt. Sie kam aus Damaskus und wollte nach Europa. Jetzt ist sie hier. Die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben sie hierher geholt. Aber tot. Lebend wäre das nicht so einfach gewesen. Denn die lebenden Flüchtlinge wollen wir ja nicht bei uns haben. Wir lassen sie sterben. Und dann vielleicht können sie zu uns kommen. Sie nimmt jetzt in Gartow ja auch nicht so viel Platz weg, die Frau aus Damaskus, auf dem islamischen Gräberfeld. Ich empfehle euch allen, da mal hinzugehen, es ist interessant. Die Journalisten da haben gefragt, ist das nicht pietätlos, eine Tote hierher zu holen, aus Protest? Manchmal schämt man sich, Journalist zu sein bei solchen Fragen, denn die Pietätlosigkeit liegt ja wohl darin, dass wir die Leute im Mittelmeer ertrinken lassen. Es gibt kein Leid in der Welt, das uns nichts angeht. Und die teilnehmende Wahrnehmung fremden Leids gehört zu unserer Pflicht. Wenn ich überlebe, wo der andere getötet wird, dann ist in mir eine Stimme, durch die ich weiß, dass ich noch lebe, ist meine Schuld. Das hat Karl Jaspers gesagt in den 60er Jahren. Aber das ist keine Metaphysik, das ist Politik. Europa versagt, Ungarn, Großbritannien, Polen, auch Deutschland. Die österreichische Innenministerin hat angeordnet, ihre Behörden sollen keine neuen Asylverfahren bearbeiten, sondern nur noch Abschiebungen. Ungarns Premier Orbán nannte den Vorschlag, Migranten per Quote auf die EU-Länder zu verteilen, Wahnsinn und verrückt. Und die Flucht über das Mittelmeer hat dieser vielleicht schlimmste Zyniker Europas einen heiteren Nachmittagsspaß genannt. Und die Deutschen, es war unser Innenminister, der gesagt hat, man kann nicht jeden aufnehmen, der über das Mittelmeer nach Europa kommt, das wäre Beihilfe für das Schlepperunwesen. Das ist ein verlogenes Argument. Denn wenn wir aufhören, die Menschen zu retten, dann hören die Schlepper nicht auf, sie in Gefahr zu bringen. Den Schleppern ist es gleichgültig, was aus den Flüchtlingen wird. Uns kann es nicht gleichgültig sein. Jedenfalls nicht, wenn wir die sein wollen, für die wir uns halten. Wenn man Markus Söder ist von der CSU, dann ist das was anderes. Der hat gesagt, man soll das Schengen-Abkommen aussetzen und die Grenzen dicht machen. Eine so verantwortungslose Partei ist in der Bundesregierung beteiligt. Unsere Bundeskanzlerin laviert, man kennt das. Sie ist klüger als ihr ungarischer Kollege. Sie ist weniger plump. Sie lässt sich nicht so leicht erwischen. Aber besser ist sie nicht. Angela Merkel hat gesagt, wir werden alles tun, um zu verhindern, dass weitere Opfer im Mittelmeer vor unserer Haustür umkommen. Das war im April, als ein Schiff mit 900 Menschen an Bord im Meer versunken war. Aber Merkel ist eine Stimmungspolitikerin. Sie hat Angst vor dem Rassismus, der sich in Europa wieder breit macht. Und anstatt sich ihm zu stellen, weicht sie zurück. Es ist der Rassismus, den man in jenem beschaulichen Kneippkurort in Sachsen sehen konnte, wo einer ein Schild aufgestellt hat, bitte flüchten Sie weiter, es gibt hier nichts zu wohnen. Es ist der Rassismus von Pegida, es ist der Rassismus der AfD, es ist der Rassismus der Springerpresse. Mit diesen Rassisten will Merkel sich lieber nicht anlegen, denn sie traut der deutschen Zivilgesellschaft nicht. Aber diese eine Auseinandersetzung, der kann die Kanzlerin nicht ausweichen. Denn die Flüchtlinge werden weiterkommen. Reaktionäre Politiker tun so, als hätten wir eine Wahl, als könnten wir uns abschirmen und leben wie bisher.
Aber das ist ein Irrtum. Wenn wir die Zugbrücken der Festung Europa hochziehen, dann werden wir darin verfaulen. Die Mauern dieser Festung schützen uns nicht, sondern sie nehmen uns gefangen. Wir müssen aus Europa einen Kontinent der Einwanderung machen. Übrigens hat das deutsche Handwerk gesagt, die Flüchtlinge werden dringend gebraucht, um Lehrstellen zu besetzen. Die Industrie hat gesagt, die Flüchtlinge sollen schneller als bisher Arbeitserlaubnis erhalten. Man findet also nicht nur als Humanist gute Gründe für Einwanderung, sondern auch als Kapitalist. Das könnte die Sache vielleicht erleichtern. Die Verpflichtung zu handeln wächst mit den Möglichkeiten, die man hat. Und Deutschland hat viele Möglichkeiten. Die Deutschen sind ja wieder kräftig in Europa. Sie nutzen nur leider ihre Kraft dazu, mit der Austeritätspolitik den Griechen die Luft abzudrücken. Besser wäre es, sie würden sie für eine neue Flüchtlingspolitik nutzen. Aber auf unsere Politiker können wir uns hier nicht verlassen. Die Zivilgesellschaft, das sind Sie und ich, wir alle, wir müssen das selber in die Hand nehmen. In Köln haben die Katholiken gestern die Glocken läuten lassen. 23.000 Schläge für 23.000 tote Flüchtlinge seit dem Jahr 2000. Richtig so. Also, die Tote von Gato, die Glocken von Köln, es ist Zeit für radikale Aktionen. Bei der Beerdigung in Gato sagte der Imam, der Tod spricht für sich. Das darf nicht das letzte Wort sein. Wir brauchen eine Öffnung des Landweges, wir brauchen ein europäisches Quotensystem und wir brauchen mehr Hilfe für die Länder, die von der Flüchtlingskatastrophe viel stärker betroffen sind als wir. Vielen Dank.